Wie ihr gerade sehen könnt, befinde ich mich im Paradies. Im Paradies für alle, die solche Arme haben wollen. Und natürlich, wenn es geht, ein Sixpack. Und das Ganze natürlich mit Fingerschnipsen. Ja, also diese Pille, diese Zauberpille zum Thema, ich brauche circa 5 Jahre, bis ich 10 Kilo, 15 bis 20 Kilo Fett drauf habe. Und da kommt die Zauberpille und die macht es natürlich in 6 bis 8 Wochen weg. Ich mache jetzt mal eine Gestik, vielleicht fällt. Seht ihr das? Das ist Zwinkern. Wisst ihr, was Zwinkern heißt? Zwinkern heißt, dass es diese verkackte Pille nicht gibt. Also jeder, der bei Facebook aktiv ist, bei Instagram aktiv ist, kennt diese Wunderpillen. Wie war das mit den Cognac-Wurzeln? Oh ja, ganz toll, haben wir vor kurzem gesehen. Das fand ich auch sehr lustig. Ich muss sagen, die Lady war sehr überzeugt von ihrem Produkt, weil nämlich in einem Satz kam 28 Mal vor. Cognac-Wurzeln, die dafür sorgt, dass natürlich im Darm, dass der Darm natürlich gefüllt wird. Und durch das, dass man den Darm füllt, hat man keinen Heißhunger mehr. Woher kommt der Heißhunger? Vom Darm oder vom Kopf? Das ist eine gute Frage. Das hat sie wahrscheinlich nicht gewusst. Das sind im Moment natürlich die, wie nennt man die? Influencer? Testimonials? Influencer ist doch Grippe, oder? Das ist Influencer, Grippe. Oder? Ja, was meinst du denn? Influencer? Das sind doch die Leute, die irgendwas anbieten und dann so tun, als ob zufällig da gerade im Moment ein Präparat gestanden ist. Mhm. Das ist zufällig in die Hand gefallen und zufällig ist ihnen was dazu eingefallen. Ich glaube, das nennt man Vollidiot. Also nicht Influencer, sondern Vollidiot. Okay. Also es kam nicht von mir, es kam vom Kameramann. Das hätte ich mir nie getraut zu sagen. Nein. Also auf jeden Fall sind das natürlich sensationelle Sachen, wie diese Cognac-Wurzel, die dafür sorgt, dass man keinen Heißhunger bekommt. Nochmal die Gestik. Okay, verstanden. Also, es gibt einfach verdammt viele Angebote, die Dinge versprechen, die so mit der Realität nicht vereinbar sind. Auch nochmal ein ganz einfaches Beispiel. Ein sehr schöner, junger, definierter Mann. Meinst also, du etwa mich? Das war klar, dass es kommt. Schöner, junger, definierter Mann. Liegt auf der Wiese, regelt sich der Wiese, sein Sixpack so. Scheint in der Sonne, glänzt in der Sonne. Nicht du, nicht du. Dich hat keiner gemeint. Du liegst nicht in der Sonne. So, und liegt in der Sonne, so auf dem Bauch, so das Schatten und Schattenspiel, Muskelspiel, regelt sich so ganz entspannt in der Sonne und unten drunter so entspannt Fett abbauen. Ohne was zu tun, ohne zu hungern, Fett abbauen. So, und was steckt dahinter? Ich gucke mir das Präparat an. In dem Präparat sind verschiedene Dinge drin, wo man spekulativ sagt, die erhöhen die Thermogenese. Thermo, also Wärme, Temperatur. Und da wird spekuliert, dass dann durch dieses Präparat, wenn man es regelmäßig reinstopft, dass der Körper etwas mehr Energie verbraucht. Und jetzt kommt das Spannende. Das stimmt sogar. Man erhöht sogar ein bisschen die Körpertemperatur, wobei die Frage ist, ob es gut ist, dauerhaft von morgens bis abends unter Strom zu stehen, Körpertemperatur zu erhöhen. Und da sind halt verschiedene Präparate drin, wie Chili-Extrakt, wie Grüntee, wie Cola-Nut. Da gibt es ganz mögliche. Cola-Nut? Heißt man das überhaupt so? Cola-Nuss? Nuss? Coca-Nuss. Coca-Nuss? Bist du wahnsinnig? Meinst du, Kokain dürfen die nicht reinmachen? Ja, das war früher Coca-Cola drin. Coca-Nuss. Ja, aber das war die Zahnarztdroge. Da war es noch gut, ja, so lecker. Nichts jetzt zum Thema Drogen, sondern das ist tatsächlich so, dass so ein paar Extrakte drin sind, die dafür sorgen, dass die Körpertemperatur minimal ansteigt. So, und jetzt wird's fantastisch. Passt auf, jetzt müsst ihr mal genau zuhören. Also, je nach Körpergröße, Muskelmasse, männlich, weiblich, alt, jung, schafft man es dann, wenn man es nonstop reinfegt, dass man am Tag so zwischen 60, 80, 100 Kalorien mehr verbraucht. So, und jetzt wird's spannend. Ein Schokoriegel hat 350 Kalorien. Ein Stückchen Pizza, also wenn ihr eine große Pizza nehmt, ihr macht ein Sechstel davon raus, hat 200 Kalorien. Das heißt, was nutzt das Präparat letztendlich, wenn man sein Ernährungsverhalten nicht verändert? Das ist ja nichts anderes wie letztendlich eine Symptombehandlung. Also die Ursache wird nicht verändert, sondern ich haue mir ein Präparat rein mit dem Wunsch, jawohl, ich bekomme Sixpack, jawohl, ich werde gärtenschlank. So, und was hinterlassen solche Firmen? Solche Firmen hinterlassen natürlich viel verbrannte Erde. Viel verbrannte Erde, und zwar auch für Supplemente, die tatsächlich Sinn machen.
es gibt Supplemente, Basic-Supplemente, die machen Sinn. Können wir ein Video dazu, oder? Können wir ein Video dazu machen, ja. Basic-Supplemente, ja. Was wirklich funktioniert, was auch Sinn macht, was man einbauen kann. Es gibt natürlich einen Haufen Zeug, wo letztendlich nicht die müde Mark wert ist. Und wisst ihr, an was man das am einfachsten erkennen kann? Es gibt ein ganz einfaches Merkmal. Und zwar, wenn ein Mensch, der hier oben vernünftig belichtet ist, sofort erkennt. Die leere Versprechung. Und zwar, wenn dir jemand sagt, du kannst völlig entspannt, ohne Verzicht, ohne auf irgendwas, du kannst alles weiter essen, was du willst, du musst dich nicht bewegen und du wirst trotzdem Körperfett verlieren. Wenn das irgendeiner euch erklärt, dann kann ich euch zu 100% garantieren, dass es zu 110% gelogen ist. So, also. Aber nichtsdestotrotz, jetzt wird es auch wieder spannend. Warum gibt es eigentlich solche Angebote? Es gibt doch ein Gesetz, das heißt, die Nachfrage regelt das Angebot, oder? Ja. So, und jetzt ist doch die Frage, für mich ergibt sich die Frage, warum gibt es eigentlich so ein Angebot? Weil die Nachfrage da ist. Ja, und dann ergibt sich für mich die nächste Frage, wie viele Menschen da draußen dürfen wählen gehen, Auto fahren, Kinder in die Welt setzen? Und die glauben sowas. Sensationell, oder? Also finde ich schon krass. Weil wie gesagt, es ist ja nicht so, dass man sagt, die haben das so ganz geschickt verpackt in viel Psychologie, sondern es sind immer die gleichen Muster, immer das gleiche Muster. Erstmal ist das Zeitmuster das gleiche, und zwar wann kommt es in der Regel am meisten vor? Januar. Im Januar. Im Januar sind die meisten Werbungen am Start, die völlig erstunken erlogen sind. Und war noch, es gibt noch eine zweite Zeit. Ostern. Nach Ostern ja ein bisschen, weil da haben die meisten ein bisschen zu. Aber es gibt noch Sommer hin. Genau, und zwar in der Regel immer 4 bis 8 Wochen vor der Haupturlaubszeit kommen, wenn ihr was anschaltet, egal welche Social Media Plattform, ihr schaltet sie an. Nebendran kommt eine Werbung. Jetzt wird's noch spannender. Jetzt wird's noch spannender. Und zwar, die sind ja schon richtig schlau. Wenn du also nebendran eine Werbung aufgepoppt bekommst, wo eine leere Versprechung drin ist, wo dir was anbietet, was völlig irrsinnig ist, dann ist die Frage, warum poppt die ausgerechnet bei dir auf? Weil du zum Zielpublikum gehörst. Anhand deinem Surfverhalten, anhand deinem Bestellverhalten, was du alles so machst, weiß ganz genau die jeweilige Plattform, welche Werbung ist für dich interessant. Und somit sagt natürlich diese Einschaltung der Werbung über dich verdammt viel aus. Jetzt darfst du dir mal Gedanken machen, warum ausgerechnet du diese Werbung kriegst. So, Freunde, das war kurz und knapp mal ein bisschen was zum Thema Wunderpillen. Das Gleiche gilt, ja, es gibt auf jeden Fall ein Video dazu zum Thema, welche Nahrungsergänzung Sinn macht. Und dann vielleicht noch das Gleiche gilt natürlich auch für den Muskelaufbau. Sorry, wenn da steht, dass ihr in 12 Wochen 5-6 Kilo Muskelmasse aufbaut, dann solltet ihr direkt die Alarmglocke angehen, dass das nicht funktioniert. Warum? Dann müsste jemand, der zum Beispiel schon seit 5 Jahren intensiv trainiert, wie viel wiegen? So knapp 250 Kilo. Geht nicht, also unrealistisch. Das war's kurz und knapp zum Thema Wunderpillen.